Und willkommen zum neuen Part von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir nähern uns Step by Step dem Ende und machen direkt weiter mit Welt 6.5 Snee Flocksock. Was ist interessant an, ob wir da wirklich so gesockt werden, das werden wir jetzt sehen. Im letzten Part hatten wir uns 30 Ballons mal geholt, um uns vor die letzten Welten so zurecht zu machen, weil ich glaube, dass die nochmal sehr anstrengend werden. Wir werden es jetzt sehen. Gerade sieht es mal geil aus. Ich weiß, ich sage einfach, was sehen der, aber ist auch cool. So, jetzt hat sie. Gut. So, jetzt haben wir es. So. Entschuldigung, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen, ich weiß. Ah, ich habe heute wenig getrunken, deshalb entschuldigt, wenn ich ab und zu manchmal mehr jetzt irgendwas trinke. Ach, sag doch gleich, dass ich X-Lecken muss. Wo soll man das schon wissen? Ich glaube, die gegen diesen Hagel sollte man nicht. Ja. Ich glaube, der wird später nochmal sehr wichtig werden. Sagt mir irgendein inneres. Irgendwie. Mein Bauch sagt mir das so. Bium. Ja, was kann man dagegen tun? Eigentlich gar nichts bis ausgesickt. Ausweisen oder es eben nicht tun, wenn man schlichtweg einfach Gott. Also ohne Hilfe wäre das ja auch nahezu unmöglich. Aber das erste mit Reflex immer, oh Gott, ungesagt, lol. Hm? Ja, bis erst vielleicht auch nichts weiter. Ah, bin ich nicht toll? Ich weiß es, ich bin es. Ja, purr. So. Ja, nee, nee. Ich glaube, das war der vorletzte Part, war es, ne? Ich glaube, es, wo ist über mein Huhn? Und ich meine jetzt. Dass er meinen Hund geladen hat, ne? Sonst wissen ich, er hat es dann eingewohnt und es war nochmal so in Gasse gehen. Ich glaube mir nicht, wie viele Leute man auf einmal trifft, die man so kennt. Die sind auch so im ersten Mal so unten und denken, ach, das ist das süß und so weiter. Ich habe jetzt locker in den ersten paar Wochen, ich weiß nicht, wie viele Freunde ich wieder getroffen habe. Fuck, wie soll... Als ob, ich war doch so nach oben drauf. Also nur hat definitiv Vorteile, sage ich mal. Ich muss an dieser Stelle mal kurz aufpassen. Ich will nur also ein... Eine Liane da, ne? Heißt, ich muss gezielt hier drauf springen, um jetzt... Was? Gott. Wie wird das dann erst... Ah, komm Leute. Ich kaufe die Ballons nicht, oh, nicht so fürs... Jetzt... Okay. Right now it's getting a little bit confused. And more or less unmöglich. Fuck! Okay, die Stelle ist ein bisschen ätzend. Jetzt sehe ich mir, hier werde jetzt ein paar Ballons verbrauchen. Aber hey. Macht ja nichts. Ich hab da zum Mäusemelken viel davon. Fuck. So, komm jetzt hier runter. Danke. Und jetzt hier hoch. Wisst ihr. Wieso? Ich hasse diese Stelle. Ich habe es aber wirklich auch mit Game gehasst. Es kam denn nie vorwärts, wie sie heißt. Dieses, die ganze Zeit irgendwie skillartig zu springen, dass man irgendwo einigermaßen korrekt ankommt. Da drin bin ich. Leck mich doch, ey. Ihr seht es, in dieser Stelle. Ich kann das nicht. Ich bin voll scheiße hier dran.
Und ich, wenn ich mich so rest erinnere, war der Boss hier. Ich will natürlich nicht spoilern. Der war immer das Pressen, aber auch nicht besser. Und das macht mir sehr Angst. Mann, bitte, schau dir das mal an. Wie doch. Nicht mehr Feuerlies. Okay. Man, hier kommt auch nur wegen einer tollen Gehilfsitem. So, jetzt weiter. Okay, muss man warten auf mich nicht flocken. Zielflucht. Kann man das so sagen? Aber nur wenn die möchte, ne? Ja, leckt mich doch. Ich diese Stelle hasse ich wie die Pest. Und ich weiß, kurz darauf kommt eine Midway Flag, aber ich dann erreiche es nicht. Das Level ist frei. Ich will jetzt nochmal zweimal versuchen, weil wir können jederzeit Ballons holen für das letzte Level, falls es mich nicht schaffen sollten. Dementsprechend warte ich jetzt hier, bis es einfach so gut wie alle bis auf ein Leben weg hab. Dann sind wir weiter, aber genau sowas hier, wo ich die Liliane einfach so hatte, nur der Kong so dumm ist, um die einfach so greifen, da kann man dem auch nicht weiterhelfen. Da hat er gesagt, aber auch nichts anderes verdient. Abgesehen von den Abgrund. Meine Meinung? Hashtag No Aid? Na komm, ich hasse diese Sissen. Genau sowas meinst du? Einen verfickten Millimeter an der Lineale vorbeispringt, ey. Du bekommst die Kratze hier. Nee. So Leute, das Level ist definitiv so blöd. Ich hasse das wie die Pest. Ich bin jetzt noch ein verficktes Mal hier. Wenn es dann nichts wird, dann wird's halt nix. So, jetzt kommt Tarzan. Ich bin Tarzan. Ich kann Tarzan. Uiuiui. I am Tarzan. Der Tarzan. Und auch nicht. Wir tun es einfach leise, nichts sagend. So. Sorry Leute, ich will da ungern so aufgeben, aber das Level wirklich. Ich habe es gehasst. Ich habe das auch in der New-Version irgendwie geskippt, wenn das ging. Ich weiß ja nicht mal, ob ich es da jetzt ganz gespielt habe. Geskippt habe oder whatever. Aber es wäre jetzt. Merkt euch das. So Leute, dann hole ich mir jetzt erstmal ein paar Ballons. Der Part wird wahrscheinlich wieder irgendwie Fail-Part oder ähnliches nennen. Weil alles andere wäre einfach nicht gerest. So, in Gottes Namen, die Anzahl an Ballons müssten ja fürs erste reißen. So. Dann springen wir mal zurück. So, Welt 6-6. Das hatten wir eben. Dort der Weg ging. Also das war auch ätzend. Aber es ging noch. Sagen wir so. Ich habe auch keine Ahnung, ob jetzt noch ein Part, zwei Parte, wie auch immer, wie viele Part es sind. Ich habe keine Ahnung. Ach Gott, das ging doch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir den Boss jetzt wahrscheinlich werden wir erst den nächsten Part klar machen. Kann ich aber deshalb noch nicht 100%ig sagen. Ach ja, das war das Level. Das war eigentlich ganz geil. Aber es war halt letztlich. Gott. Ja, verfickt nochmal gewöhnungsbedürftig. Sieh hier. Von Design her interessant, aber der Rest. Vielleicht nennst du ein Part irgendwie auch schwarz-weiß Level oder so. Wäre eigentlich auch mal ein ganz geschickter Name, ne? Weil das ist sick. Gott, das ist eine Lawine, die einfach so. In den Abgrund fährt jetzt oder wie? Good to know. So, aber wie gesagt, das Level ging eigentlich. Also es ist halt das Sand und geil. Es ist eine Sand und auch. Lustig, aber es ist eben auch genau das, nämlich ätzend.
Was hätte ich jetzt denn machen sollen, Alter? Auf den Baum springen oder was? Also doch, das Level hatte schon was. Es ist gewöhnungsbedürftig. Derzeit like it is. Aber es ging. Lol. Das Ding hab ich gerade nur so. Aber mein Leben gerettet. Kommt hier nochmal irgendwas anderes? So. Ich glaube, das muss man irgendwie richtig timen oder so. Weiß es gerade nicht mehr. Vielleicht bin ich auch mal wieder der einzige Depp, der an der Stelle aufhängt hier. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass das Level wiederum es ganz geil fand. Also von der Idee und vom Level Design her ist halt da pp. Weshalb das eins von meinen Lieblingsleveln waren, aber es bereue ich jetzt schon. Ich will halt auch nicht alle Level skippen. Das ist ein bisschen scheiße, ne? Das habe ich jetzt einfach am besten jetzt probiert. Überlege, weshalb haut es denn nicht hin? Da groß. Mann. Ja, ne, ich wollte in dem Part aber eigentlich was anderes anspressen. Come on. Drei Herzen hier, ey. Nämlich das ganze Part ist so ein tolle. Und neue YouTube. Ja, come on, Alter, hier. Yeah. Das ist doch eine verfickte Stelle. Dieses YouTube Premium. YouTube Premium. Ne, ist ja dann neue, ja, Abo. Gedönse von YouTube Deutschland, wo man ja sein kann. Und dann zum Beispiel hat man was in die vierte, das wie das man die Filme offline anschauen kann und so Zeugs. Was ist das denn? Scheiße, Ernst? Junge, wie kommt man denn da hoch? Was nicht einfach die fickte Blume nicht federt. Hier muss das Timing so krass passen. So, was das jedenfalls sagen wollte, wenn ihr diesen Abonnenten YouTube Premium, das kann man eben abonnieren, dann hat man verschiedene Vorteile. Zum Beispiel kann man YouTube-Videos downloaden aufs jeweilige Gerät und hat keine Werbung. Hat zusätzlich aber auch noch YouTube Musik. Das ist so ein Musik-Streaming-Dienst und dieses YouTube Movie, also diese Classics. Das ist ja, so eine Art Netflix-Platz, wenn man so nennen mag. Mit den, wie kann man sich an dieser Stelle retten? Man muss irgendwie auf die Plattform hören, oder kann man auf den Baum hochklettern? Moment, ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie, wenn die wirklich stimmt, mal ich bin blöd. Ich bin so deppert und blöd dann, wenn die Theorie stimmt. Oh Gott, ey. Und ich habe sogar noch ein Gefühl, dass die sogar stimmt. Lell. Das ist krass, was ich jetzt verlieren durchschaffen. Naja, bleibt da Wunschdenken, aber das ist ja nichts Neues. Allerdings kein Wissen, ich bin scheiße. Reden da dumm und alle zusammen mal sehen der Sami behindert dich als Kind. Ach, das ist so. Fuck. Mann, ich bin einfach nur erst dumm. Nein. Ja, ach, leck mich doch. Ich weiß auch, wie es geht. Das heißt, jetzt müsstest du bei der Etappe auch durchrasen. Ich weiß, das ist die ätzendste Etappe und das zu sehen macht mich wieder traurig. So kann man theoretisch das ganze Spiel sehen, ohne ein Level bis auf die Boss-Level wirklich gemacht zu haben. Ich hab da wirklich mal einen YouTuber, der hat dieses heiße einfach Sass-Verfahren mal ausprobiert. Ich weiß, ihr werdet zeitlich denken, lell, wie dumm kann man sein? War das Gamer-Codes? Nein, ist was Neues. Nein! Oh Mann, nee, das ist doch... Diese Stelle hasse ich wirklich noch mehr als das andere Level. Das Level an sich hier ist geil. Aber die eine Stelle geht einfach mal gar nicht. Weil, boah, da muss man so perfekt das Timing machen. Ist das sehr wie bei diesen Hüpf-Spring-Dings. Da bin ich einfach so grobmotorisch dafür. Das perfekte Timing, das bekomme ich einfach nie hin. So, das ist auch... So, das ist hier hoch und dann hier hin, dann so, dann in die Luft.
Mann, das sind meines. Dieser wird vielleicht die Plattform hoch und runter, hoch und runter, total behindert, dass sie gegenfliegen. Und ich weiß, dass hier jetzt mit Fleck kommt. Junge, ist das belastend. Ist das nicht so scheiße belastend? Ich verliere es auch immer wieder aufs Neue, mein Herz. Ich kann nicht glauben, es ist es. Bleib mal eine Gefahrenstelle meint, gemeistert zu haben. Ja, als ob, Alter. Verfickt euch doch. Da wär's dann die Liliane gewesen. Mann. Das ist so scheiße, ey. Wo soll ich wissen, dass der Kopf da jetzt wieder verschwindet hier? Und zum x-ten Mal wieder diese eine verfickte Stelle ab hier, ey. Das geht auch immer wieder. Mann! Es regt das Level gerade so dezent auf, Leute. Ich hasse dieses Level. Vielleicht dann ist es irgendwie Fels im Schwarz-Weiß. Ja, Fels im Schwarz-Weiß. Das ist ein guter Titel. Aber dafür muss man alle Sachen machen, um das alles in Schwarz-Weiß zu haben. Moment. Hier, Felscamp. Eigenschaften. Was fehlt denn? Moment. Lul. Jetzt bin ich grün. Eigentlich nur grau werden. Sieht das gruselig aus. Ich will ganz normal. Bin ich das normal? Ich glaube so. Sehr besser wieder auf 0 einstellen. Ach, ich kann mal Farbe auswählen. Lol. Ich meine es denn tatsächlich nicht mehr. Man kann das Ding irgendwo. Zwar zwei Stellen, aber ich weiß gerade nicht wo. Sonst hätte ich es immer mal gemacht, aber. Geht gerade nicht, sorry. Natürlich konnte ich im Nachhinein bearbeiten, so. Aber, nö. Ich meine. Ich bin. Das sind primäre Pro einzustellen. Kosten mich ja 3 Nachmittage. Es geht auch direkt in OBS, das weiß ich, weil ich mal einen Stream in Schwarz-Weiß mehr oder weniger gemacht habe. 9. So. Jetzt, genau das muss man nämlich. Nein. Nein! Das war so klar, dass es heißt ja. Woher soll man das wissen? Junge. So klar, dass es heißt ja real. Auf einmal auch noch abfallen. Ich sag's, das ist einfach nur traurig. Wenn sie wieder gegen Micke vom Arm gehst. Wirklich 10 Ballons, das hab auch nur jetzt. Was kann ich eigentlich? Was kann ich eigentlich hier? Ach. Ich hasse dieses Level, das ist super die Pest. Wie kann man irgendwie in einer verfickten Spiel dieses ganze Level, das ist einfach nur Teile von einem Level, Level aus Nitte überspringen, die einem nicht liegen. Super Assistent oder ähnliches Scheiße. Nintendo, ihr könnt Super Assistenten machen, das weiß ich. Aber ihr macht es nicht, weil ich dumm zu.
Ist das nicht Respawn? Mit einem Leben kommen wir jetzt in den letzten Mittweg oder wie? Und dann noch so ein Drecksvieh hier. Hm. Ist doch scheiße hier. Wenn hier die Hälfte alles runterfällt, meint mir es hier wegmobben zu müssen. Scheiße. Nein! Oh, jetzt hab ich kein Leben mehr. Doch, lol, ich hab sogar noch zwei. Wo kommen die denn? What the fuck? Okay, der die zwei nehmen. Was sind die mal? Eigentlich geht das hier auch voll. Wenn die Konzentration. Ich hab jetzt in die erste Mal ein bisschen leiser sein werde auch teilweise. Gott! Bin ich tot? Ja, oder? Alles klar! Aber ich hab's ja dann mehr oder weniger fast bis zum Ende des durchgespielt. Wenn wir es nicht schaffen sollten, auch im nächsten Part natürlich das nächste Level an. Und ich beende dann das Level hier bis dahin, weil ich weiß im Prinzip hier kommt dann gleich das hier, das ist die letzte ätzendste Etappe im Spiel. Die ist leider vorbei, weil ich dumm bin. So. Gott. Ich sag's euch. Also das war's dann mit dem Level. Und ja, was kommt denn als nächstes? Am Schluss kommen natürlich noch mal ein paar Level mehr, ne? Wir müssen alles toll, es ging auch 7, 8 und dann der Boss. So, und 7 und 8 machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao!